Hallöchen zusammen und schön, dass ihr wieder mit dabei seid zu einer entspannten Runde Sons of the Forest. Die liebe Virginia begrüßt uns an diesem schönen sonnigen Tag, an dem wir uns mal vornehmen, heute die Dachterrasse ein bisschen umzubauen, beziehungsweise die Seilbahnstation mal neu zu planen. Also ich hatte ja gesagt, ich würde ganz gerne hier vorne so ein kleines Viereck reinbasteln und dann den Baumstamm draufstellen für die Seilbahn. Dafür müssen wir mal ganz kurz hier erstmal kurz die Seilbahn leider nochmal abreißen. Ja, ist aber halb so wild, spannen wir uns ja neu. So. Und zwar, ich würde ganz gerne mit, vielleicht eventuell sogar mit Felsen weitermachen, weil es eh schon Felsen ist. Ansonsten müssten wir die Mauer jetzt entfernen. Einmal komplett. Um hier, obwohl, man könnte ja auch das dabei lassen. Oh, danke schön, Virginia. Dankeschön. Muss mal ganz kurz was schauen. Ja, eventuell können wir das einfach so lassen. Dann brauchen wir gar nicht groß umbauen. Ich hatte schon die Angst, dass ich die Mauer komplett wegbauen muss. Aber es scheint auch so zu gehen. Nein! Aua! Och Mann, warum nur? Ja, ich glaube, das wird noch ein paar Mal passieren. Das wird noch ein paar Mal passieren. Wir bräuchten die ja eigentlich gar nicht, ne? Fällt mir gerade auf. Wir bräuchten das nur so. Kann ich keinen Boden drauflegen? Wieso kann ich da... Och. Fehlt dem jetzt der Baumstamm hier für den Boden? Aber dann müsste es ja hier wenigstens gehen. Geht auch nicht. Sehr kurios. Wartet mal. Ich habe leider eine dumme Vermutung. Und zwar braucht es ein Podest unten drunter. Ne? Wenn man jetzt sagt, zum Beispiel, komm mal weg hier. Wir nehmen uns mal hier einen Stein. Und machen uns dann hier so ein kleines Podest hin. Der ist, glaube ich, falsch. Der ist auch falsch. Der ist der richtige. Der ist nämlich auch falsch. So. Ja. Aber ich darf den jetzt da nicht rüberbauen. Okay, dann müssen wir es Tatsache doch machen, ne? Dann müssen wir Tatsache. Und ich höre den lieben Kelvin da unten schon wieder schwimmen. Der hat heute schon wieder Badetag. Ja, gut, okay, solange er nur schwimmt und uns sich die Steine klaut, ist mir das egal. Kann er machen, was er will. Jetzt klappt das nämlich hier. So, komm mal weg, ihr wart ja nur ein Test. Ja, jetzt geht es nämlich auch mit dem Bodenbrettern. Allerdings hat man jetzt hier so eine Erhöhung. Was wir damit machen, weiß ich auch noch nicht. Mal kurz was ausprobieren. Aber ich glaube, ich werde die nicht unterstützen können. So. Kann ich den jetzt unterstützen? Doch, das geht Tatsache. Kann ich den jetzt dann wieder wegnehmen und die Unterstützung wegnehmen? Dann fällt er mir runter. Wenn es jetzt hier drüben auch klappt, dann haben wir eine Steinschräge, wo wir eine Treppe draus bauen können. Erstmal einen wieder hier hin zur Verbindung. Dann werden die verbunden. Das ist so ein kleiner Trick, den ich rausgefunden habe, um Steinschrägen zu bauen. So, hier unterstützen. Dann kann man den einen hier wieder rausnehmen. Das hört sich aber nach Bodenbrett an und nicht nach Stein. Habe ich hier richtig gestützt hier? Habe ich jetzt den Baumstamm erwischt? Nee, ne? Schon richtig? Kleinen Moment.
Haben wir gleich. Jetzt habe ich den Baum, den Baumstamm, wollte ich gerade sagen. Jetzt habe ich den Felsbrocken. Jetzt können wir die Unterstützung wieder rausnehmen. Da fällt er auch runter. Wenn ich jetzt eine Bodenplanke nehme, kann ich da nämlich eine Treppe dran bauen. Sehr schön. So wollte ich es doch haben. Leider kann man keine Steinstufen bauen. Das würde ich auch feiern, wenn sie dann noch mit der Vollversion Steinstufen einführen würden. So, wir können einen Steinboden hier drauf bauen. Aber leider nur einen Boden und keine Stufen. Ist aber nicht schlimm. Wir brauchen ja eh noch das eine, das einmal komplett verbreitert. Also ein Stück breiter hier. Wobei man könnte auch einen Torbogen bauen. Oder auch gehen. Wäre vielleicht auch eine Idee. Komm, lass uns mal kurz Baumstämme holen. Nicht. Ich war schon wieder kurz vorm Abstürzen. Nicht der Stromzaun, wollte ich sagen. So, ich brauche mal hier eigentlich nicht. Komm, bleib mal trotzdem erstmal hier. Wir holen uns mal schnell ein paar Felsbrocken. Wir brauchen eigentlich nicht viele. Nur ein wenig. Ich glaube, drei Stück müssten schon reichen. Ich weiß jetzt nicht, ob noch eine Planke gelegt werden muss. Es wären aber noch mal vier Stück. Die sollten wir uns dann noch gönnen. So. Hi, Virgie. Alles gut, ne? Du siehst ein bisschen blutverschmiert aus, Mädel. Okay, alles gut. Na, dann kümmere ich mich mal weiter um unser Bauvorhaben. Oh nee, dich wollte ich jetzt nicht schnappen. Du bleib mal bitte hier liegen. Wollte eigentlich hier die Steinchen haben. Dankeschön. Halt, das ist falsch. Ah, es war nur noch ein Brett. Okay, alles klar. Dann können wir jetzt mal hier die Seilbahn gleich noch spannen, aber überleg, was wir hier mit dem. Vielleicht lasse ich mir hier auch noch was Schönes einfallen. Wird es jetzt vielleicht nicht gleich wieder zubauen mit Mauer. Vielleicht könnte man noch anbauen. Mal gucken. Wäre auch noch eine Idee. Auf jeden Fall haben wir schon mal die Seilbahnstation fertig. Bin ich ganz gut. Sieht ganz schnieke aus. Was machen wir denn jetzt mit euch? Na, wir können ja mal vorübergehend erstmal. Aber wir machen ein Geländer hin. So. Na, komisch sieht es schon aus, ne? Vielleicht bleiben wir bei der Maueroptik. Ja, ne? Kelbeln. Ne, wir holen uns mal schnell selber die paar Steine. So. Einmal den ganzen Weg wieder hoch. Dann haben wir die Seite schon mal zu. So. Der steht da eigentlich gar nicht schlecht, aber ich würde mir für den noch irgendwann was einfallen lassen, für den Gleiter. Dass der nicht ganz so nervt. Weil ein bisschen verschandelt er schon hier oben die Terrasse, finde ich. Ne? Ich wollte jetzt gerade mal gucken. Fleisch, wir haben so viel Fleisch noch. Alles noch von unserer Bambi-Jagd.
Wir haben kaum mehr Platz. Aber mittlerweile ist auch so einiges getrocknet, sehe ich gerade. Dann machen wir das mal folgendermaßen. Da ist ein Fisch trocken. Da ist auch ein Fisch trocken. Wir haben zwei Fische on board, ne? Ja. Zwei Stücken Fleisch nehmen, die zwei Fische aufhängen. Dann können wir drei getrocknete Fische sammeln. Aber wir haben auch nur zwei getrocknete. So. Dann können wir jetzt das mit Fleisch ersetzen. Komm mal her hier. Rohes Fleisch. Na, kriege ich den Haken? So, da haben wir überall wieder Fleisch. Dann kann ich hier auch wieder wegnehmen. Neues ranhängen. Und ein Stücken müssen wir jetzt noch irgendwo abnehmen. Dann machen wir das hier. Okay, und jetzt gehen wir ein bisschen was ablegen. Wir haben ja auch noch die ganzen Granaten und die Bomben. Oh, der Fisch hier. Hier ist das Fleisch. Ein bisschen was behalten wir einfach mal im Inventar jetzt von dem Fleisch. Mal gucken. Zwecks Waffenkammer. Ne? Das war vielleicht speziell, uns eine Waffenkammer zulegen. Einen kleinen Raum mit Waffen. Also gut, im Wohnzimmer würde ich es nicht unbedingt gerne haben. Vielleicht, oder wir nutzen die Ecke hier, wo wir unsere Roller geparkt haben. Guck mal her, wir packen die Roller mal beiseite. Bauen uns da mal so eine kleine Waffenecke rein. Ne? Also mit Granaten und mit Bomben und so. Vielleicht sollten wir dann auch mal noch welche bauen. Wir haben aber bestimmt C4 und so. Ja, haben wir alles. Okay. Dann brauchen wir erstmal Regale. Das ist erstmal der Anfang. So, nehmen wir gleich. Ja, wir nehmen ein normales Regal, müsste reichen. Ja, so. Und ein zweites daneben noch. Dann haut das schon hin. Jetzt brauchen wir mal kurz ein paar Stämme. Komm mal her. Hi, Kelvin. Lass dich nicht stören. Hallo, Virginia. Lass auch du dich nicht stören. Guck mal, da ist ja noch Brennholz. Das ist ja schön. Was war denn das? Hallo? Schön. Ja, explodierendes Holz. Haben wir es auch mal gehabt. Ne, was sagt denn die Uhr? Ah, 10:30 erst. Das passt ja noch. Fangen wir mal an mit Granaten. Würde ich sagen, zwei Fächer reichen. Dann machen wir noch Sprengstoff auf jeden Fall. Der muss ja auch irgendwo unterkommen. Komm, leg mal die Waffe weg. Das ist ja immer etwas lästig hier drin. Dann müssen wir weglegen Pfeile. Die guten, ja, ne? Wird auch. Obwohl, wir können ja auch noch welche machen. Deswegen lasst uns mal ruhig mal Feuerpfeile wegpacken. Definitiv. Alle. 10 Stück kann man nur auf ein Fach. Okay, alles klar. Dann machen wir ein Fach nur für Feuerpfeile hier, komplett. Und hier unten machen wir ein Fach für die Bombenpfeile. Und da werden wir dann auch nur aus den 3D-gedruckten die Bombenpfeile bauen, weil die 3D-gedruckten Pfeile, die können wir uns ja jederzeit wieder besorgen. Ach so, das waren gar nicht alles. Wartet mal ganz kurz. Wie kann ich das denn jetzt auseinanderhalten, welche die Bombenpfeile sind und welche die normalen Pfeile sind? Ich glaube, da müssen wir noch Bombenpfeile bauen, ne?
Damit es so hinhaut. So, Hi Virgie. Die hier alle verbasteln wir komplett. Dann haben wir 20 Bombenpfeile. Sehr schön. So, jetzt können wir ja auch nur Bombenpfeile weglegen. Da müssen wir uns halt demnächst mal wieder neue drucken. Oder wir holen aus unserer Strandbase, holen wir uns einfach noch ein paar 3D gedruckte Pfeile. Da haben wir auch noch Vorrat, ne? Das wäre vielleicht sogar der schnellere Weg, weil wir haben ja unsere Seilbahn dahin, die wir jetzt neu spannen müssen. Das würde sich vielleicht anbieten. Am meisten, ne? So, jetzt machen wir noch ein paar Molotow-Cocktails weg. Molotow-Cocktails kann man immer hier einlagern. Da haben wir so viele dann irgendwann mal von. So. Wir bauen mal noch eine Bombe. Aber lasst uns mal ruhig gleich drei Stück bauen. Wir haben ja wieder ein bisschen Draht, denn es ist ja ganz praktisch. Wir legen jetzt eine ab und dann behalten wir die anderen noch in der Hand. Oh, was fehlt uns denn? Ach so, ah ja, natürlich. Hab ich vergessen. Wir brauchen noch Isotape für die Bomben. So. Okay. Ja, hier das Regal, das heben wir uns noch auf, sage ich mal, ne? Da werden wir mal sehen. Vielleicht können wir mit dem Futter noch ein bisschen hantieren, dass wir das umlagern. Da würde ich nämlich ganz gerne hier das Regal vom Futter wieder befreien, dass wir das da weg haben. Aber es ist auch alles voll hier, ne? Also wir haben echt Futter noch und nöcher. Hier haben wir Bastelwerkzeug. Hinten hätte ich nämlich gerne nur so Planen und sowas. Ja gut. Die ganzen Crunchy Munchies können wir auch schon mal in die Hand nehmen hier. Zack. Hier ist noch ein Töpfchen. Was ist denn eigentlich mit unserem? Wir haben noch Greg. Wir haben noch ordentlich Greg. Komm, trink doch mal einen Greg. Dann geht's dir doch wieder gut. Wir haben ja noch ein bisschen was vor uns heute. Hier am Tag. Ne? Der Tag ist noch lang. Okay, dann haben wir erstmal ein bisschen Munition vorbereitet. Haben wir Pfeile gemacht. Wir können uns irgendwann mal zur Strandbase begeben und mal noch ein paar 3D-Pfeile holen. Aber erstmal müssen wir uns jetzt schnell noch um die Seilbahn kümmern. Vielleicht verbinden wir das ja jetzt zusammen. Ne? Dass wir jetzt dann gleich mal zur Strandbase noch aufbrechen. Einmal hier ran, bitte. Kelvin, du machst weiter fleißig hier Basispflege. Schön die Basis erhalten und ich bin gleich wieder da. Ich muss mal ganz kurz Seilbahn spannen. So. Das müsste ganz gut ausgehen, glaube ich. Das können wir auf dem Rückweg testen. Gut, das sitzt. Jetzt begeben wir uns mal weiter Richtung Strandbase. Da packen wir uns mal noch ein paar 3D-Pfeile ein. Steinpfeile können wir uns auch noch schnell ein paar mischen. Wir brauchen auf jeden Fall noch Rüstungsständer, ne? In unserem Feriendomizil, in unserer Hauptbase. Man könnte auch noch mal rüber in die Wüste, wie der liebe Ricknick sagt. Seine Wüste. Da will ich auch vielleicht mal hin, weil vielleicht kriegen wir da noch den einen oder anderen Mutanten. Aber drüben ist ja auch noch was zum Looten. Ja, ein bisschen Munition.
Da drüben. Naja, bei Zeiten. Wir holen erstmal die Pfeile. Erstmal sind wir wegen Pfeile hier. Wir müssen erstmal gucken, ob wir überhaupt so viele Pfeile überall haben. Wo haben wir denn unsere Munition hier? Haben wir die oben? Oder hatten wir die hier? Wir haben die Tatsache. Haben wir gar keine Pfeile. Ich dachte, wir haben hier Pfeile irgendwo eingelagert. Aber es sieht nicht so aus, ne? Doch, hier hinten. Ach ja, natürlich. Ja. Sorry, mein Fehler. Aber Pfeile haben wir trotzdem nicht. Da hat man einen Haufen Granaten und Bomben. Schön. Was haben wir denn hier oben? Glaube ich, normale. Okay, Steinpfeile und 3D-Pfeile. Klingt normale Pfeile. Können wir noch Kohlefaserpfeile einstecken oder sind wir damit voll? Einen können wir mitnehmen. Das machen wir doch gerne. Wir haben immer noch vier Explosionspfeile von den Kohlefasern-Dingern an Bord. Die würde ich vielleicht ganz gerne hier lassen, aber weiß nicht, wie ich die aussuchen kann wegen dem Regal. Warte mal. Ach so. Muss ich die denn einzeln? Jawohl. Ach so, jetzt hat er die hier raufgepackt. Ah, das will ich doch nicht, weil das ist doch ein normaler Pfeil bei. Dann müssen wir das halt so machen. Okay, jetzt dürfte ich ja keinen mehr haben, ne? Jawohl. Stattdessen haben wir jetzt 17 Kohlefaserpfeile. Haben wir wieder 19. Sehr schön. Okay. Da können wir uns ja eigentlich schon wieder fast auf den Rückweg begeben. Ja, wir gehen nicht zu den Mutanten rüber. Ich denke, das wird uns gar nicht helfen. Brauchen wir auch gar nicht. Wir haben so viel Mutantenrüstung. Ganz im Gegenteil, wir müssen die loswerden. So, na gut, dann geht's wieder zurück, sag ich mal. Hier ist alles wieder zugewachsen mit der Zeit, weil wir hier unten nicht mehr bauen. Dann sieht es aber auch wieder schön aus mit der Aussicht, wenn du in der Strandbase bist und Richtung Wald guckst, dann siehst du wenigstens wieder Bäume. Irgendwann muss es ja um unsere Base jetzt, um unser Ferienhaus auch mal wieder zuwachsen dann, damit es auch wieder alles schön aussieht. Wir haben das alles so kahl geholzt. Aber es soll ja eigentlich so eine kleine Hütte am Waldrand sein. Ja, Waldrand ist momentan nicht viel da. Kommt aber wieder. Definitiv. So, jetzt kommt, glaube ich, der Testabschnitt. Nee, noch nicht. Das ist noch eine normale Plattform. Jetzt kommt, glaube ich, jetzt kommt der Testabschnitt hier, ob das klappt soweit. Aber wieso nicht? Sehr schön, saubere Landung. Das hat prima hingehauen. Und weil wir ja so geil sind, werden wir uns jetzt schnell hier oben die Lücke zubauen. Das machen wir jetzt noch. Wie viel brauchen wir denn da? 5 und 4, ne? Das sind 9 Stück. Und ich weiß nicht, ob ich am Podest schon einen angebracht habe, deswegen schicke ich mal noch einen 10. hoch. Schnell hoch. Bevor Kelvin auf die Idee kommt, er kann die Steine ja gebrauchen.
Ah, da rechts fehlt noch einer in der Mauer, habe ich gerade gesehen. Hier oben meinte ich den einen mit dem Podest, ne? Muss ich Tatsache jetzt nochmal runter wegen einem Stein? Tatsache. Ein Stein. Toll. Super. Na gut. Sehr geil. Als nächstes würde anstehen, hier oben alles auch mal ein bisschen zu beleuchten, ne? Dass man hier oben eine schöne Beleuchtung hat. Aber erstmal hat man hier auch eine schöne Aussicht über den See, muss ich sagen. Gefällt mir irgendwo. Ja, meine Lieben, dann würde ich sagen, heute ist es das gewesen. Ne? In der nächsten Folge machen wir weiter. Dann bauen wir vielleicht noch ein bisschen was rum oder so. Mal gucken. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid und wenn euch das hier alles ein bisschen Spaß gemacht hat, dann lasst gerne ein Like da oder auch mal ein Abo, dann verpasst ihr keine weitere Folge mehr. Und ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag und seid nächstes Mal wieder mit dabei. Bis dahin, tschüssi!